Hallo Reisefreunde, wir sind in Salamanca im Nordwesten Spaniens. Salamanca ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Salamanca in der Region Kastilien und León. Hier sieht man noch die alte Römerbrücke. Wir sind abgestiegen auf dem Campingplatz Regio. Vor dem Campingplatz hat es eine Bushaltestelle. Da mit dem Bus Nummer 20 kann man direkt in die Stadt fahren und ebenso vom gleichen Ort, wo man aussteigt, wieder einsteigen, um zurückzufahren. Es gibt aber auch die Möglichkeit mit dem Fahrrad über die Fahrradwege, die sehr schön und ausgebaut sind, in die Stadt zu kommen. Salamanca liegt in einer regenarmen, relativ trockenen Gegend. Aufgrund der Höhenlage sind die Winter kühl, aber nicht kalt. Eine gute Reisezeit mit Sonne und angenehmen Temperaturen sind die Monate im späten Frühling, Mai, Juni oder im Herbst. Man kann den Turm der neuen Kathedrale besteigen. Wie man sieht, gefällt es den Störchen auch hier. Man hat ja gesehen, es hat auch ein großes Flussgebiet um die Stadt herum, wo die Störche auch ihre Nahrung finden. Es ist interessant, bei der neuen Kathedrale auf die Türme zu steigen. Man kann das unten ein Ticket lösen, um von hier oben die ganze Stadt zu sehen und vor allem alle diese antiken Sandsteingebäude mal aus einer anderen Perspektive sehen. Die Stadt hat ihre Wurzeln in keltischer Zeit und ist für ihre kunstvolle Sandsteinarchitektur und die Universität Salamanca bekannt. Die im 12. Jahrhundert gegründete Universität war im 15. und 16. Jahrhundert ein wichtiges intellektuelles Zentrum in Spanien und trägt mit vielen internationalen Studenten auch heute noch zum lebendigen Charakter der Stadt bei. Die Fakultäten verteilen sich teilweise natürlich auch über die ganze Stadt und darum sieht man, wenn man durch die Stadt wandert, immer wieder ganze Gruppen von Studenten, die von einem Ort zum anderen ziehen. Die große, berühmte Plaza de Mayor ist im Moment besetzt durch eine riesige Ausstellung, die den ganzen Platz benötigt. Aber es vermittelt trotzdem noch einen Eindruck, wie riesig dieser Platz ist. Es ist ja einer der größten Plätze dieser Art in Spanien und früher haben hier auf diesem Platz noch Stierkämpfe stattgefunden, kaum vorstellbar heute. Und immer wieder diese alten Sandsteinhäuser, die so beeindruckend sind.
Hier die Kathedrale Vieja da Santa Maria de la Sede de Salamanca. Salamanca hat heute etwa 144.000–145.000 Einwohner. Im Jahr 1988 wurde Salamanca von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Die Universität von Salamanca ist die älteste Universität in Spanien und zählt auch zu den ältesten Universitäten in ganz Europa. Sie wurde 1218 gegründet und hat heute ca. 35.000 bis 40.000 Studierende. Die öffentliche Staatsbibliothek von Salamanca ist im Casa de las Conchas untergebracht. Conchas sind ja die Muscheln und die ganze Fassade ist mit Muscheln bedeckt. Die Staatsbibliothek ist für die Allgemeinheit, kann jeder Bücher ausleihen und besteht seit 1933. Es gibt einige Residenzen, in denen die Studenten leben und wohnen können während ihres Studiums. Es sind alle gängigen Fakultäten, die normalerweise an Universitäten gelernt werden, auch in Salamanca vertreten. Wir haben versucht, mit diesem Video euch die wunderschöne Stadt Salamanca näher zu bringen, mit all ihren Sandsteingebäuden, mit ihrer mittelalterlichen Architektur, mit ihren Straßen, mit Steinboden, mit ihrer ganzen Schönheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und inspiriert. Wir wünschen euch alles Gute und vielleicht schaut ihr mal ein anderes Video von uns. Macht's gut, tschüss zusammen.